So, und dann sind wir hier wieder zurück. Wir haben ja gerade jetzt die Form hergestellt, indem wir ja dieses Bild hier gezeigt haben. Schon beim Anblick dieses Mädchens. Dieses Stuhlmädchen. Faszinierend. Lass mich einfach in Ruhe. Es reicht schon, wenn das Anblick, dass du anfangen musst zu kotzen. Wie geil. Bis später, Baum. Oh, keine Witze. Geile Scheiße. Merken wir uns mal vor, falls wir nochmal was zum Erbrechen brauchen. Reicht dir das als Form? Hey Curtis, meinst du, du kannst das als Form verwenden? Hey, was für eine hübsche Form. Was ist das? Ein Kerzenhalter? Hübsch, das ist eine Supra. Kerzenhalter verkaufen sich wie irre. Und wenn das ein Kerzenhalter ist, kann ich es für eine Form verwenden. Es ist ein super Kerzenhalter. Cool, dann probieren wir das aus. Zieh Leine, Kätzchen. Nein, das Kätzchen. Ich will das Kätzchen. Ich will eine Katze. Bitte nicht wieder. Oh, perfekt. Cool. Und du meinst, dass das Ding wirklich gut Strom leitet? Nun, für einen Kerzenhalter ist das zwar ziemlich egal, aber basierend auf den verwendeten Metallen eindeutig ja. Jawohl. Danke. Du bekommst die erste. Schließlich wollen wir einen fairen Handel für diese irre Form abschließen, die mich verdammt reich machen wird. Hoffen wirst du dich. Was mich natürlich nur insofern interessiert, als dass ich mich selbst als Künstler besser verwirklichen kann. Ja, klar. Danke, Curtis. Es war mir eine große Freude, Geschäfte. Ich wollte sagen, Kunst mit dir zu machen. Kann ich jetzt Kätzchen mitnehmen? Gut, viel Spaß noch mit dem. Mann, ich will das Kätzchen mitnehmen. Kätzchen-Hype. Kätzchen. Gut, viel Spaß. Manu. Metallurgie für den Heimwerker. Schade. Warum habe ich eigentlich diesen Kerzenhalter dabei? Ach ja, richtig. Das ist die Hypercam, die ich Alex bringen sollte. Ja, genau, es ist der Kerzenhalter. Wer braucht denn bitte nicht einen stattlichen Kerzenhalter? Gut zu wissen. Dann können wir dem ja auch schon mal Curtis geben. Alex geben. Alex, hier bitte. Bitteschön. Eine supraleitende Gyroskop Hypercam. Wie bestellt. Hey, die sieht ja noch besser aus als meine alte. Die sandähnliche Oberfläche passt wirklich zur leitfähigen Fläche. Brillant. Woran das liegen könnte? Oh ja, das ist eine sehr aktuelle Entwicklung bei Hypercams. Auf jeden Fall. Total hyper, Errungenschaft freigeschaltet, yeah. Ich meine, das Lied, das dein Navigationsspieler zu seinem letzten Ziel zurückkehren lässt. Magst du es für mich spielen? Auf diesem Ding da? Na schön, ich kann's versuchen. Nun ja, das ist einprägsam. Für einen Navigationscomputer dürfte es eine ziemlich heiße Melodie sein. Was, mittel, hoch, hoch, tief? Kannst du das Lied Vorheriges Ziel nochmal spielen? Siehst du, ich wusste, dass du ein Ohrwurm davon bekommst. Dann notiere ich mir das mal. Danke. Keine Ursache, das ist eine gute. Vielleicht ist das das Ganze. Also, was? Vielleicht brauche ich ja das. Mal gucken. Mittel, Mittel, Hoch, Tief, Mittel. Mal schauen. Eventuell. Gute Arbeit. Du hältst die Leute von diesem gefährlichen Fenster weg. Weiter so. Versuch ist auf jeden Fall wert. Das würde auch irgendwie zum Muster passen. Mittel, Mittel, Hoch, Tief, Mittel. Dekodierungsmechanismus wird vorbereitet. Warp- und Gewebeantrieb werden initialisiert. Aufnahme-Messschiebers in Position. So sieht es besser aus. Winddüsen auf optimaler Viskosität. Spindel auf Drehgeschwindigkeit. Navigationsschal wird ausgegeben in 5, 4, 3, 2, 1. Navigationsschal ausgegeben. Mal schauen, geht das? Antriebsgarn aktiviert. Antriebsgarn. Angehalten. Yes! Was? Angehalten? Ja, das ist seltsam. Das Navigationssystem ist bereit, aber die Maschinen wurden blockiert. Blockiert? Von was?
von der Mutter des jungen Meisters. Was? Und wer bist du eigentlich? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Wir gehen nirgendwo hin. Das werden wir noch sehen. Folge deinen Instinkten, Errungenschaft freigeschaltet. Ja. Dann müssen wir aber doch zur Mutter. Aber das hat wohl doch gestimmt. Läuft. Mittel, Mittel, Hoch, Tief, Mittel. Ah, fuck, ich gehe ja komplett falsche Richtung. Ich depp. Die Mutter ist doch auf der Seite. Da. Tag, der Herr. Gute Arbeit. Du hältst die Leute von diesem... Hey, was ist los? Endlich habe ich einen Weg hier rausgefunden und nun sagt dieser Garnbord, dass du... Sieh mal. Was ist los? Merikai überprüft das Navigationssystem des Schiffs auf Schäden. Jeder Steuerbefehl im Moment würde ihm sofort auffallen. Nach der Navigationsüberprüfung wird er aber vermutlich nach draußen gehen, um die Schiffshülle zu untersuchen. Genau zu diesem Zeitpunkt können wir abheben und er kann es nicht verhindern. Du bist klug. Ein Glück, dass wir Partner sind. Okay, gut zu wissen. Irgendwelche Vorschläge? Nein, tut mir leid. Willst du hören, wie es läuft? In Ordnung. Ich habe eine Bombe gebaut. Und? Ich habe eine Möglichkeit gefunden, sie von Bord zu werfen. Und? Ich habe den Raumweber dazu überredet, uns hier rauszubringen. So, sobald Merikai das Schiff verlässt, können wir loslegen. Gut, ich behalte derweil von hier aus Merikai im Auge. Ich sollte besser in der Nähe von Hope bleiben. Wir könnten jeden Moment starten. Ich sollte besser in der... Irgendwelche Vorschläge? Schön. Okay, dann muss ich hier wohl warten. Da kann ich gerade auch nichts machen. Oder bin ich hier fertig und muss jetzt zu Shay? Ich sollte besser in der Nähe von Hope bleiben. Wir könnten jeden Moment starten. Irgendwelche Vorschläge? Schön. Das ist die Karte, die ich vom großen bösen Wolf gestohlen habe. Hey, das sprechende Messer. Uch, da hat's ein Leck gehabt. Auf wessen Seite steht es deiner Meinung nach? Messer stehen, erklärtermaßen, bei einer Trennung immer in der Mitte. Keine Seite kann sie für sich einnehmen. Mama, du warst immer die Einzige, die mich auf ihre Seite bekam. Oh. Dieser Auslöser dient nur dazu, Alex' Todesstrahl abzufeuern. Und das auch nur, wenn wir in Reichweite sind und ich eine freie Schussbahn habe. Ich glaube, ich komme jetzt auch erstmal nicht weg, ne? Dann wechsle ich mal kurz zu Shay. Hey, da ist ja ein großes funkelndes Loch im Boden. Das ist deine supraleitende Gyroskop-Hypercam in Action, Junge. Sie funktioniert. Hey, sieh dir das an. Nur mal so. Nö, Alex würde mich umbringen, wenn ich daran rumfummle, nachdem er sie gerade zum Laufen gebracht hat. Muss ich jetzt das doch so lösen irgendwie. Wenn ich nur auf meinem alten Schiff wäre, dann könnte ich die Infos für die Reparatur ein... Aber ich glaube, irgendwas... Kann ich hier nicht nur irgendwas machen? Oder an dem Computer irgendwas aufrufen? Jetzt habe ich keine Kabel mehr. Wie funktioniert... Augen zu und durch. Wenn ich nur auf meinem alten Schiff wäre, dann könnte ich die Infos für die Reparatur... Gibt's was Neues über unseren Gruselwolf zu berichten? Nein, er überprüft immer noch das Navigationssystem. Mist. Dann können wir vermutlich nur warten. Kann ich hier an Bord irgendwas abrufen? Irgendwelche Vorschläge? Schön. Was für ein süßes Bild. Kann ich mich besser an alles erinnern. Er war nicht immer ein Teenager. Aha, ich verstehe. Schaut mal in den Hintergrund von dem Bild. Fällt euch was auf? Diese drei Zeichen hier. Das ist die Lösung des Rätsels. Das da, das da, das da. Dreieck hier. Dreieck da.
hier, links, rechts, so. So, so, so. Wollte ich nochmal neu, das habe ich voll scheiße gezeichnet. So, hier. So ein Dreieck, dann oben nochmal ein kleines Dreieck und nach unten auch nochmal ein kleines Dreieck. Dann so. So. Dann hier so ein kleines Dreieck, so ein zwei Striche hoch und so. Und so. Und hier so ein ausgemaltes Dreieck. Und dann hier, 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 hier. Beziehungsweise so nach unten halt. Alter, ich kann nicht mehr zeichnen, ey. Nochmal so ein ausgemaltes Dreieck. Okay. Das ist die Lösung. Jawohl. Gut, dass ich das auch erst jetzt gesehen habe. Also, dann suchen wir mal durch, wie das was jetzt genau legen muss. Aber gut gemacht, Leute. Lass mal jetzt mal überprüfen, in welcher Stellung was angezeigt wird. Ein Versuch ist es wert. Das ist schon mal falsch. Okay. Dann probieren wir es mal so. Ich jetzt so ein bisschen. Probieren wir mal dieses Schema. Ich jetzt mal ein bisschen rumtesten, um zu gucken, was ist. Keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, das ist schon mal das zweite. Okay. Das ist das fürs zweite. Also. Legen wir mal hier an. Und hier an. Dann müsste es ja das, bin ich jetzt mal das zweite stimmen. Ich weiß nicht, ob meine Verkabelung geholfen hat. Ha. Jo, das zweite stimmt schon mal. Da kann ich schon mal ein Häkchen hinmachen. Dann muss ich noch die anderen beiden kontrollieren. Wenn ich jetzt hier so ansetze. Ich halt jetzt ein bisschen rein. Ist halt jetzt ein bisschen gucken, wo jetzt was ist. Was? Das ist es schon mal nicht. Hier? Ich weiß, wenn ich nur auf meinem alten Schiff wäre, dann könnte ich die Infos für die Reparatur einfach aufrufen. Ja, das weiß ich schon. Ich hab ja die Infos. Ich ja rumprobieren, Shay. Das ist es auch nicht, okay. Ich so mach. Wenigstens. Nope. Und dann mal so. Obwohl, das hatte ich schon mal. Dann so probieren. Augen zu und durch. Verstehe. Das ist das dritte. Das ist das dritte. Okay. Dann kommt hier wahrscheinlich so. Hier das dritte hin. Jetzt habe ich keine Kabel mehr. Das sieht fast richtig aus. Ich hoffe, die Verkabelung ist nicht so wichtig. Ha, wenn ich nur auf meinem alten Schiff wäre, dann nur noch, könnte ich die Infos für die Reparatur. Jetzt muss ich nur noch das allerletzte holen. Scher hat es auch gerade schon gesagt, das stimmt jetzt fast. Jetzt muss ich halt nur mal schauen, wie das Ganze jetzt hier entlang läuft. Das waren alle meine Kabel. Ich weiß nicht, ob meine Verkabelung geholfen hat. Halt, das war's nicht, stimmt ja. Dann mal gucken. So vielleicht? Und mehr Kabel habe ich leider nicht. Ein Versuch ist es wert. Nein. Wenn ich nur auf meinem alten. Was können wir noch machen? Das können wir noch mal probieren. Das waren alle meine Kabel. Probieren wir mal dieses Schema. Nope. Nur mal gucken, ob man, jetzt habe ich keine Kabel mehr. Ob man irgendeine Verbindung hier herstellen muss. Ein Versuch ist es wert. Nope. Wenn ich nur auf meinem alten Schiff wäre, dann könnte ich die Infos. Was hat man denn noch nicht? Das hat man. Von hier aus, das hat man.
Das hat man. Okay, dann muss man echt gucken, mal hier vielleicht. Das vielleicht? Und mehr Kabel habe ich leider nicht.